Lachen bringt, weil er so toll wie kein anderer über Landwirtschaft schreiben kann. Aber der kommt jetzt gar nicht zu Wort, weil er nämlich seine Tochter, nicht mitgebracht hat. Die ist selber hergefahren mit dem Schlepper und zwar aus ganz im Norden von Schleswig-Holstein, aus der Nähe von Plön. Begrüßt alle, Marie Stürwold! Warum bist du hergekommen, Marie? Weil ich einfach möchte, dass sich was ändert. Ich bin auf dem Biohof aufgewachsen, ich arbeite in einem Bioladen und ich werde von vielen Leuten immer als so eine Bio-Tante abgestempelt, nur weil ich möchte, dass mein Essen nicht vergiftet ist. Und ich finde, das ist ein Fehler im System, dass Bio immer noch extra ausgewiesen wird. Ich finde, es sollten Lebensmittel ausgewiesen werden, die vergiftet und verseucht sind. Landwirtschaft machen und die ich persönlich auch sehr mag, aber wenn es dann über Landwirtschaft geht, ist es doch immer wieder ein Streitthema. Und als ich gesagt habe, dass ich zu dieser Demo fahre, habe ich dann von einem gehört, ach, auf der Demo sind nur Leute, die gegen alles sind. Sind wir gegen alles? Nein! Sind wir für gute Landwirtschaft? Ja! Sag das deinen Freunden, Marie! Ja. Auf jeden Fall, und ich finde, wir haben so ein schönes Zeichen gesetzt. Meine Freunde sind auch alle hier, die sind jetzt auf der Messe und ich wünschte eigentlich, dass sie sehen könnten, was hier los ist, wie viele Leute hier sind und für so eine gute Sache einstehen. Und ich freue mich, ich finde es so schön und so viele Leute, ja, so viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, die so weit hergekommen sind und einfach schön. Danke! Matthias hat 5 Kinder, die sich für Landwirtschaft interessieren. Matthias, du bist schon routiniert hier oben auf der Bühne. Was hast du uns noch Neues mitzugeben für dieses Jahr? Es ist jedes Jahr das Gleiche, wenn man auf dem Trecker hierher fährt, 10 Stunden lang, 11 Stunden lang, und dann geht unterwegs noch was kaputt und man muss es reparieren und so, und man lässt sich durchschütteln auf diesen Landstraßen in Brandenburg, dann denkt man, oh, warum macht man das? Aber wenn man dann hier ist, dann weiß man, warum man es gemacht hat. Ich brauche einfach dieses Gefühl hier zu sein, all diese Leute zu sehen, wenn ihr uns zujubelt, wenn wir mit den Treckern vorbeifahren, es ist so großartig, es gibt Kraft fürs ganze Jahr, es ist toll. Schleswig-Holstein hatten im letzten Jahr viel zu kämpfen mit der Dürre, und es war einfach so, in den Fachzeitschriften stand schon, Leute, ihr werdet euer Gras neu ansehen müssen, das ist alles tot und so, und es war alles braun. Ich musste 4 Wochen lang die Kühe im Stall füttern im Sommer, weil einfach kein Gras mehr da war draußen. Sie konnten rausgehen, aber da war kein Futter mehr. Und ich habe aber nicht geglaubt, dass man das alles umbrechen muss. Und als dann der erste Regen kam, ich weiß noch genau, es war der 8. August, da habe ich mich vor Freude ausgezogen, bin in den Garten gerannt, habe mich erstmal nass regnen lassen. Und das war ein Donnerstag. Und am nächsten Tag, am Freitagmorgen, bin ich vor die Stalltür gegangen und habe über das Grünland hinter unserem Hof geguckt. Das ist der Berg. Wir sagen Berg dazu, andere würden nicht mal Hügel dazu sagen. Aber in Schleswig-Holstein sagen wir Berg dazu. Und es war, ich habe es mir nicht eingebildet, es war so ein ganz zartes, feines Grün, das schon da war, am nächsten Morgen nach dem Regen. Und ich habe gewusst, es wächst wieder. Es hat nur gewartet auf das Wasser. Und so wie das Gras gewartet hat auf das Wasser, habe ich auf diesen Tag gewartet, hier wieder vor den Leuten zu stehen, weil das Kraft gibt fürs Wachsen. Wachsen.